Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Lingen. Ich bin römisch-katholischer Priester, Sohn der Sedis Vakantist, habe auch derzeit eine Internetpräsenz, paterlingen.de. Wir haben heute den 13.05.2018 und Thema des heutigen Videos ist Holocaustleugnung, Fakten zum Holocaust. Ich habe zum Thema Holocaust, Holocaustleugnung schon mehrere Videos gemacht, zum Beispiel am 18.11.2013 Holocaust, Holocaustleugnung, Revisionismus, Kirche. Und am 25.07.2017, Holocaustleugnung ist nicht strafbar. In diesen letzten Video ging es vor allem um das Thema Nulla pöna sine lege, also keine Strafe ohne Gesetz, und das ist ein Menschenrecht. Es gibt zum Beispiel auf der Seite Menschenrechtskonvention.eu einen Artikel zu Nulla pöna sine lege, keine Strafe ohne Gesetz. Die Bestimmung der Strafwürdigkeit und Strafbarkeit eines Verhaltens ist damit ausschließlich dem Gesetzgeber zugewiesen, der alle Strafvorschriften positiv gesetzlich festlegen muss. Demgegenüber besteht die Strafgewalt der Gerichte nur innerhalb dieses gesetzlich festgelegten Rahmens. Ein Gericht kann also nicht selbst bestimmen, ob es ein Verhalten als strafbar ansieht. So, jetzt schauen wir doch alle mal nach, was zum Thema Holocaust und so weiter im Strafgesetzbuch steht. Da steht nichts von Holocaust, das Wort kommt da gar nicht vor, nichts zu Juden, Gaskammern, Vernichtungslagern, Vernichtungsplan und ähnlichen Begriffen, die mit Holocaust assoziiert sind. Praktisch alle Bürger, Politiker, Richter, Staatsanwälte, Revisionisten oder umgangssprachlich Holocaustleugner und sogar ihre Verteidiger, also die Verteidiger der Revisionisten, gehen davon aus, dass Holocaustleugnung strafbar, das heißt strafrechtlich definiert sei. Und dann kommen die Verteidiger oder die Revisionisten an, Meinungsfreiheit und Freiheit der Forschung und so, aber Forderungen wie Meinungsfreiheit oder Freiheit der Forschung zum Holocaust sind so lange faktisch gegenstandslos, solange keine strafrechtliche Eingrenzung, Definition besteht. Und nicht nur im Strafgesetz gibt es keine Definition. Auch auf diesbezügliche Anfragen, was exakt strafbar ist, erhält man keine Antwort. Darum bemühe ich mich nämlich schon seit vielen, vielen Jahren um klare Antwort und klare Aussage, was bezüglich Holocaust als Holocaust-Leugnung strafbar sein soll. Vor einigen Monaten wurde die Kanadierin Monika Schäfer in Deutschland verhaftet. Die hatte ein Video gemacht, Mama, ich bitte um Entschuldigung, ich hatte Unrecht, wo sie sagt, also ihre damalige Auffassung, dass in Auschwitz Menschen vergast worden sind, diese Auffassung wäre jetzt ihrer Meinung nach falsch. Also sie hätte ihrer Mutter Unrecht getan, dass sie die Mutter da beschuldigt hätte. Sie hätte nichts gegen die Vergasung getan. Der Prozess gegen Monika Schäfer ist noch nicht beendet. Die sitzt eben nur im Gefängnis jetzt. Ich habe also an Monika Schäfer geschrieben: Es ist mir in all den Jahren nicht gelungen herauszufinden, wie man einer Verurteilung wegen Holocaustleugnung entgehen kann. Deshalb meine Bitte, lassen Sie sich von der Justiz die Einzelheiten schriftlich geben, die man glauben muss, um einer Verurteilung wegen Holocaustleugnung zu entgehen, und schicken Sie mir diese zu. Also selbst wenn Monika Schäfer den Brief nie bekommen haben sollte, die Briefe können ja angehalten werden, weil die Gefängnisleitung meint, das würde sie negativ beeinflussen, solche Briefe. Der Brief ist jetzt über einen Monat alt, es kam noch gar keine Reaktion, also auch nicht vom Gefängnis, dass sie mir so eine Liste zugeschickt hätten. Hochwürdiger Pater Lingen, wir freuen uns, Ihnen die Liste hier mit überreichen zu dürfen, was Sie glauben müssen, um nicht wegen Holocaustleugnung verurteilt zu werden. Wir haben leider nicht. So, an die wohl jüdische Seite tachlis.de habe ich einen Leserbrief geschrieben, auch vor gut einem Monat. In dem Artikel Holocaust Amerika hat tiefe Wissenslücken vom 12.04.2018 heißt es, und jetzt kommt das Zitat aus dem Artikel von tachlis.ch: Laut einer Umfrage herrscht in den USA eine breite Unkenntnis über grundlegende Fakten
des deutschen Vernichtungsfeldzuges gegen die europäischen Juden. 11% der Amerikaner insgesamt und 22% der zwischen 1980 und der Jahrhundertwende geborenen Millennials wissen mit dem Begriff Holocaust nichts anzufangen. Ein Drittel und 41% dieser Bevölkerung glauben, die Nazis hätten weniger als 2 Millionen Juden ermordet. 45% und 49% können kein NS-Vernichtungslager nennen. Soweit also dieser Artikel von Tachlist.ch und daneben mein Leserbrief. Der Artikel erklärt den Begriff Holocaust nicht und verweist auch nicht auf Quellen, wo man diesbezüglich die absolut unverzichtbaren, eindeutig klaren Antworten erhalten kann. Ich wäre deshalb für die entsprechenden Informationen respektive für Verweise auf Bezugsquellen sehr dankbar. Wäre jetzt eine super Gelegenheit gewesen für diese jüdische Internetseite, mal Tachlist zu reden oder zu schreiben und mir eben also zu antworten, hochwürdiger Herr Pater Lingen. Wir freuen uns, Ihnen die Liste hier überreichen zu dürfen, was Sie glauben müssen, um nicht wegen Holocaustleugnung verurteilt werden zu können. Kam auch nicht, nach über einem Monat. So, dann habe ich im Juraforum dieses schon 10 Monate alte Video Holocaustleugnung ist nicht strafbar, zusammen mit dem PDF-Text, eingestellt und zur Diskussion gestellt. Da gab es auch eine relativ rege Diskussion darüber. Und zum Beispiel hat ein Diskutant geschrieben, die meisten, wenn nicht alle Tatbestandsmerkmale aller Straftaten sind erst durch Rechtsprechung definiert worden. Wir erinnern uns, Menschenrecht bedeutet, oder Menschenrecht ist nulla poena sine lege, also nicht das Gericht darf bestimmen oder kann bestimmen, sondern nur der Gesetzgeber. Das Gericht muss sich dem positiven Beschluss, den positiven Aussagen des Gesetzgebers unterwerfen. So, ergo von Juristen, also ob der betreffende Diskutant Jurist ist, weiß ich natürlich nicht, aber dem wurde ja nicht widersprochen, was dieser Jurist da, oder dieser Diskutant da im Juraforum geschrieben hat. Von Juristen wird die menschenrechtswidrige Strafbestimmung erst durch Gericht als normal, ja als notwendig betrachtet, entsprechend dem Prinzip einer totalitären Willkürdiktatur. Nämlich, wenn der Richter also sowieso machen darf und muss, was er will, ja, wenn also keiner die Möglichkeit hat, meinetwegen im Strafgesetzbuch erstmal schauen, darf ich das tun, darf ich das nicht tun, ist erlaubt, ist verboten, dann haben wir die Perversion des Rechts, wir haben keinerlei Rechtsgrundlage und es ist alles nur Willkür, es ist nichts, kein Fels in der Brandung, gar nichts. Jeder Richter kann machen, was er will. Meint jedenfalls die Community da im Juraforum anscheinend. Also im Thread wird immer wieder ohne jede Begründung behauptet, die Aussagen zum Holocaust seien a. einhellig, b. unwiderlegbar wahr. Das ist ja auch das Thema, dass es da durchaus gewisse Anfragen geben könnte, wie das mit der Eindeutigkeit sein kann. Um jetzt hier nochmal ein paar Beispiele zu nennen, man schaut doch mal, was zum Beispiel Raul Hilberg und Gerald Reitlinger zum Thema Gesamtopferzahlen sagen, also 6 Millionen zum Beispiel. Oder man schaue nach den Opferzahlen von Auschwitz, auch ein interessantes Thema. Oder man schaue nach Hermann Rosenblatt, Enric Marco, Mischa de Fonseca, Benjamin Wilkomirski und Josef Hirt, auch interessante Namen. So, Fazit, Fakten zur Strafbarkeit von Holocaustleugnung liegen nicht vor, jedenfalls muss ich das für mich sagen. Nach all den Jahren habe ich noch immer keine Liste bekommen. Und das Gesetzbuch gibt nichts her. Also ich habe den Begriff Holocaust im Gesetzbuch nicht gefunden. Man kann ihn ja rot anstreichen und mir zuschicken. Vielen Dank im Voraus. Mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Wenn man sagt, ja, deutsche Gerichte, ist ja alles super, Justiz unanfechtbar, unantastbar, sakrosankt, das Allerheiligste überhaupt. So, Beispiel für die Zuverlässigkeit der Strafbestimmtheit durch ein Gericht. Nehmen wir mal das Amtsgericht Dorsten vom 27.09.2012, Aktenzeichen 7LS 29JS 7408 73/11. Da ging es um einen Prozess gegen mich. Ich sollte für mindestens 2 Jahre ins Gefängnis. De facto natürlich lebenslänglich, nämlich meine Straftat, dass ich mich als römisch-katholischer Priester bezeichne, das ist ja eine permanente Sache. Ja, das mache ich ja nicht, habe ich ja nicht einmal gemacht und dann nie wieder, sondern mache ich permanent. Das heißt also,
Ich kann für jeden einzelnen Fall 4 Jahre ins Gefängnis. Der Strafmaß des Gerichts sagt 2 bis 4 Jahre Gefängnis ohne Bewährung. In dem Rahmen musste das Urteil sein. Und da hätte man sagen können, okay, tun wir den Ling erstmal 4 Jahre weg. Und nach 4 Jahren fragen wir ihn, hochwürdiger Pater Ling, glauben Sie noch immer, dass Sie katholischer Priester sind? Hätte ich gesagt, ja. Und dann hätten die mich dann weiter da eingesperrt. So, dieser Thomas Schüler wurde dann auserkoren als Repräsentant der Vatikanum II-Gruppe, also der Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils. Der sollte also die Frage beantworten, ob ich eine gültige Priesterweihe habe. Die Frage hat er nicht beantwortet, aber dafür hat er also einiges sehr, sehr Falsches, sehr, sehr Absurdes, sehr, sehr Böses, sehr, sehr Verleumderisches über mich geschrieben. Und darüber habe ich auch ein Video gemacht, Falschgutachten, und auch einen ausführlichen Zeilenkommentar geschrieben. Ich schreibe jetzt mal hier Revisionismus-Zeilenkommentar. Nämlich so sieht Revisionismus richtig aus. Ja? Man nimmt irgendwelche Behauptungen, wie zum Beispiel die von Schüller, so absurd die auch scheinen mögen, ja? Man nimmt die mal so und klopft die mal im Einzelnen ab. Und dann guckt man, was sagt Schüller, um seine Position, seine Aussagen zu stützen. Wenn er überhaupt was sagt, oder schnattert er einfach nur daher, dann guckt man, was nun wirklich Sache ist. Also wie begründe ich zum Beispiel meine Aussage, dass ich katholischer Priester bin? Und dann macht man eben den Vergleich der Argumente. So. Und das habe ich gemacht in dem Zeilenkommentar. Ich bezeichne das nach wie vor als Lügenorgie. Auch wieder natürlich strafbar, Verleumdung und so weiter, aber mache ich trotzdem. Und das kann man sich momentan jedenfalls noch angucken unter Kommentar TK. Aber würde man auch wahrscheinlich sonst irgendwie mit entfinden, Zahlenkommentar zu Thomas Schüler Gutachten. So, zu den Kernaussagen, das ist ein sehr umfangreiches Gutachten, der Zahlenkommentar ist noch viel, viel umfangreicher natürlich dann. Zu den Kernaussagen des Gutachtens gehört, erstens, über meinen Taufe ist nichts bekannt. Zweitens, ich muss annehmen, dass ich kein Diplom besitze. Man vergegenwärtige sich das bitte mal, ich muss annehmen, dass ich kein Diplom besitze. Naja, so. Jeder einzelne Widerspruch gegen diese beiden und alle anderen Lügen, das sind ja nur 2 Beispiele gewesen mit Taufe und Diplom, Lügen des Gutachtens von Thomas Schüler, kann sofort mit unbefristeter Einweisung in die forensische Psychiatrie bestraft werden. Wer den Begriff forensische Psychiatrie nicht einordnen kann, informiere sich zum Beispiel über Gustl Mohlert. Gustl Mohlert hatte auf Straftaten hingewiesen, hatte Belege dafür vorgelegt, also Beweise vorgelegt, dass bei einer Bank Schwarzgeldverschiebungen durchgeführt wurden. Also, ist ja ganz klar, wie man reagieren muss. Man muss die Unterlagen von dem Anzeigenerstatter, also in dem Fall von dem Gustl Mohlert, prüfen und dann sagen, also entweder hat er Recht oder hat er Unrecht. Wenn er Recht hat, müssen wir die jeweiligen Straftäter dann bestrafen. So, die BRD ist einen anderen Weg gegangen. Sie hat einfach gesagt, das stimmt nicht, was der Gustl Mohlert behauptet. Also stecken wir den in die Psychiatrie. Nämlich der glaubt das ja, was er behauptet. Und da muss er also richtig schwer geisteskrank sein. Gustl Mohlert kam also 7 Jahre unschuldig in die forensische Psychiatrie. Die eigentlichen Straftäter, also die Schwarzgeldverschieber, wurden nie bestraft. Nämlich als die Sache aufflog, war die Sache schon verjährt. Und auch die Richter und Staatsanwälte, die ja so grandios da den Prozess da geführt haben gegen Gustl Mohlert. Sie haben ja auch gewonnen. Ich meine, Mohlert wurde ja auch verurteilt. Denen ist auch nichts passiert. Also weder Richter und Staatsanwälte wurden meines Wissens irgendwie bestraft für Rechtsbeugung oder irgendwelche Justizmängel oder so. Wüsste ich jetzt nicht, was passiert wäre. Aber jedenfalls hat sich das Justizministerium Bayern über den Fall Gustl Mohlert geäußert. Dieser Fall Gustl Mohlert ist ein Beweis für das Funktionieren des Rechtsstaates. Also, wenn jemand 7 Jahre unschuldig in die Klapse kommt, also in die Psychiatrie, ins Gefängnis, wenn die Straftäter unbestraft bleiben und auch diejenigen, die das ganze Schlamassel da mit inszeniert haben, unbestraft bleiben, dann beweist das, dass der Rechtsstaat funktioniert. Da kann man richtig aufatmen. So, jetzt zu Urteil gegen mich vom Amtsgericht Dorsten. Beim Angeklagten fällt schwer, eine Unrechtseinsicht festzustellen. Das ergibt sich daraus, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, dass göttliches Recht höher einzuschätzen ist als weltliche gesetzliche Bestimmungen. Also, das sage ich immer wieder, das stimmt insofern, als ich wirklich sage, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das hat Sokrates schon gesagt,
wurde zum Tode verurteilt. Das hat Petrus gesagt, Apostelgeschichte 5,29. Petrus wurde auch zum Tode verurteilt. Das haben viele Märtyrer gesagt. Eben Märtyrer wurden auch zum Tode verurteilt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist also zu sagen, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen, ist laut unverfechtbarer, endgültiger Rechtsprechung der BRD ein Zeichen schwerster Geisteskrankheit. Und zwar so schwer, dass der Betreffende generell uneinsichtig, generell unfähig ist, richtig zu leben. Ja? Also ich habe deswegen auch mich mal angezeigt, dass ich ja trotzdem noch das Diplom in die Kamera gehalten habe, obwohl ich ja das laut Gutachten ja nicht habe. Und da hieß es, ja, Sie sind ja so geisteskrank, also Sie sind ja so dermaßen schuldunfähig, da lassen wir das in dem Fall mal durchgehen. Aber da, wie gesagt, dafür gibt es keine Garantien. Also es könnte jeden Moment an der Tür klingeln, hallo, hochwürdiger Pater Ling, wir nehmen Sie jetzt mal mit in die Psychiatrie, damit wir Ihnen klar machen, dass Sie nie ein Diplom gemacht haben. Könnte sein. So, es gibt also widerstreitende Prinzipien. Erstmal das göttliche Recht, Vorrang der Wahrheit. Das ist das, was ich vertrete. Also ich sage, es gibt eine Wahrheit, man kann diese erkennen und muss die Wahrheit dann noch weitertragen, jedenfalls. Also, jedenfalls muss man an der Wahrheit festhalten. Die BRD und die Vatikan-II-Gruppe haben einen etwas anderen Ansatz, und zwar sie gehen aus von dem Vorrang der Staatsgewalt. Ja, also die weltlichen, gerichtlichen oder gesetzlichen Bestimmungen. Das ist das Nonplusultra. Ne? Also göttliches Recht, nulla pöna sine lege, ist alles nichts. Was der Staat, was die Staatsgewalt sagt, das ist es, was zählt. Zum Beispiel, ich habe mal früher die Domain katholisch.de besessen. Ich habe erwähnt, dass ich die Domain katholisch.de besessen habe. Ich habe das gesagt, dass ich das besessen habe. Und jeder kann sofort nachprüfen, dass ich das besessen habe. Und es kann mir auch niemand verbieten, dass ich es besessen habe. Das ist ja kein Geheimnis in dem Sinne. Wie gesagt, es kann jeder sofort nachprüfen als wahre Aussage. Naja, die Vatikan-II-Gruppe hatte da ein bisschen zu viel dran zu knabbern an dieser Wahrheit und hat dann beantragt, dass ich dafür bestraft werde. Und die BRD hat sich da willfährig gezeigt. Ich wurde dann auch zu Gefängnis verurteilt für diese Aussage, dass mir früher die Domain katholisch.de gehört hat. Also in Deutschland ist es genug, um in den Kerker zu kommen. So, ich sage trotz und alledem, meine Taufe ist bekannt und zweitens, ich besitze ein Diplom. So besteht ein unlösbarer, absoluter Widerspruch zwischen dem auch zivilrechtlich für unanfechtbar erklärten Gutachten und der Wahrheit. Also ich hatte auch zivilrechtlich gegen Schüler geklagt, dass er bitte seine Aussagen über mich unterlassen soll. Ich sei ein Heretiker, ich hätte kein Diplom. Aber das Gericht, das war das Landgericht Münster in dem Fall, meinte, nein, nein, also Schüler oder überhaupt die Vatikan-II-Gruppe hat jedes Recht zu lügen. Das Gericht hat jedes Recht zu lügen. Nur sie haben keine Rechte. Ich habe unanfechtbar keinerlei Recht auf Wahrheit, weder darauf, sie selbst zu sagen, noch darauf, dass sie über mich gesagt wird. Also, ich darf nicht sagen, dass ich die Domain katholisch.de hatte. Ich darf nicht, ich muss hinnehmen, dass mich jemand verleumdet, ich hätte kein Diplom oder ich wäre ein Heretiker oder so. Muss ich alles hinnehmen? Und ich darf nichts sagen. Das ist die eine Seite. Und dann, die V2-Gruppe und die BRD haben unanfechtbar das Recht zur Lüge. Unanfechtbar sage ich deswegen, weil ich natürlich auch das Bundesverfassungsgericht da eingeschaltet habe, aber die haben dann auch nichts dagegen einzuwenden gehabt, wie das alles in der BRD gehandhabt wird. Indem ich auf die Wahrheit hinweise, widersetze ich mich dem gerichtlichen Befehl, mich dem Gutachten zu unterwerfen. Hätte ich recht, könnte man glauben, die BRD und die V2-Gruppe wären nicht absolut glaubwürdig, sondern nur brutal gewalttätig. Das Risiko, dass man meine Aktionen, also meine Aussagen jetzt so interpretiert, muss ich meines Erachtens eingehen. So, also, um mal die Sache ein bisschen zu illustrieren, zeige ich jetzt mal meine Taufurkunde, meine Firmenurkunde, meine Lektoratsurkunde, meine Begrüßung durch die V2-Pfarrei, meine Urkunde vom Amtsgericht Dorsten und mein Diplom. So, meine Geburtsurkunde, auf der Rückseite ist meine Taufurkunde. Das war in Gelsenkirchen durch die Servitten bei Maria Himmelfahrt, Gelsenkirchen-Bur. Die Kirche gibt es noch heute, da kann man auch nachfragen. Die Taufe war am 9. September 1967. So, Firmenurkunde.
Also die Firmung in der V2-Gruppe halte ich für ungültig. Ist, glaube ich, auch generell als ungültig anerkannt oder angesehen. Aber jedenfalls, ich habe mich auch katholisch doch firmen lassen. Die Taufe war gültig, aber die Firmung wahrscheinlich nicht. Und hier vom sogenannten katholischen Pfarramt St. Franz Sales. Hiermit bescheinigen wir, dass Rolf Lingen, geboren am 1978 in Recklinghausen, am 4. Dezember 1981 durch Weihbischof Dr. Gerd Dicke Aachen in unserer St. Franz Sales Kirche gefirmt wurde. Gezeichnet Günther Essers, Pfarrer. Kann man also auch nachforschen, ob das stimmt. So, meine Lektoratsurkunde. Ich war in mehreren V2-Seminaren Priesterkandidat oder Priesteramtskandidat, einmal in Essen und dann später in Chur. So, da ist eine Bestätigung, dass ich das sogenannte Lektorat empfangen habe, und zwar am 9. Februar 1994 durch den sogenannten Bischof Wolfgang Haas. Das ist so eine Verweigerung des Priestersakraments, also der Priesterweihe. Also das setzt aber voraus, dass ich getauft bin, ne? Das ist ganz klar. So. Es ging ja darum, dass, ob ich bekannt wäre, irgendwie zu eruieren wäre, ob ich getauft bin. Und Schüler sagt ja, es wäre unmöglich zu erkennen. So, und dann, als ich nach Dorsten gezogen bin, das war Ende 1995, da hat mir die sogenannte katholische Pfarrgemeinde St. Agatha einen Brief geschrieben, also zugeschickt. Wird wohl ein Vortrag gewesen sein, nichtsdestotrotz. Da steht, lieber Herr Lingen, Sie sind neu in unsere Gemeinde gezogen, bla bla bla. Wir möchten Sie kennenlernen, bla bla bla. In der nächsten Zeit wird Sie ein Mitglied unserer Gemeinde besuchen, bla bla bla. Es grüßen Sie herzlich. Unterschrieben, Ulrich Franke, Pfarrer, und ein Vorsitzender des Pfarrgemeinderates auch noch unterschrieben. So, dann bin ich aus dieser V2-Gruppe ausgetreten, musste ich, um Priester werden zu können. Ich selber spende Sakramente auch ausschließlich an Leute, die aus der V2-Gruppe ausgetreten sind oder in Ausnahmefällen, wenn die mir versichern, dass sie es bei nächster Gelegenheit tun, also dann kann das auch mal sein, aber grundsätzlich muss man, um von mir ein Sakrament gespendet zu bekommen, muss man aus der V2-Gruppe ausgetreten sein. Und dann hat mir das Amtsgericht Dorsten bestätigt, dass ich da aus der Gruppe, wo mein Taufe gar nicht bekannt sein soll, ausgetreten bin, am 19.09.1995. Und hier auch mein Diplom, 30. Juni 1995, Prädikat sehr gut. Unterschrift Wolfgang Kaas, Rektor Goyari und ein Vertreter der Regierung Graubünden. So, also um es nochmal zu verdeutlichen, exakt dasselbe Amtsgericht Dorsten, das diesen V2-Austritt amtlich bestätigt, hat mich unanfechtbar zu der Lüge gezwungen, dass ich gar nicht ausgetreten bin, weil ich ja gemäß Gutachten niemals Mitglied der V2-Gruppe war. Sonst hätte man es ja irgendwie den Akten entnehmen können, dass ich getauft bin. Aber steht ja ausdrücklich im Gutachten, es ist den Akten nichts zu entnehmen. Also auch wenn ich darauf hingewiesen habe, dass ich zum Beispiel Priesterkandidat war, es war nichts zu entnehmen, dass ich überhaupt getauft bin. Sagt Schüller, und da das Gutachten unanfechtbar ist, muss ich das ja glauben. So, und dass ich kein Diplom habe, muss ich ja auch glauben. So, das Verbot, auf meine Taufe und mein Diplom hinzuweisen, ist klar endgültig gerichtlich festgelegt. Ich widersetze mich permanent und nachdrücklich diesem klaren Verbot im klaren Bewusstsein der Strafbarkeit. So, zurück zum Ausgangspunkt. Verbote, zum Beispiel die Judenseife oder die Vergasung in Dachau anzuzweifeln, sind nicht klar festgelegt. Das ist klar. Jetzt kann man so ein bisschen weiterdenken. Aber selbst wenn sie klar festgelegt wären, bliebe noch immer die Frage der Glaubwürdigkeit der BRD und der V2-Gruppe. Auch bezüglich Holocaust. Nämlich die V2-Gruppe ist auch zum Thema Holocaust ziemlich aktiv oder hyperaktiv. Nach all dem Gesagten drängen sich die Fragen auf, muss man der BRD und der V2-Gruppe vollkommen blind vertrauen? Oder muss man vollkommen blind sein, um der BRD und V2-Gruppe zu vertrauen? Auf diese Frage muss sich jeder die Antwort überlegen.